Und es ist schon wieder Montag. Hier ist Let's Play Minecraft. Mein Name ist Zed und hier geht es voll. Nee, irgendwie kann ich das nicht. So, ich begrüße euch herzlichst zurück zu Let's Play Minecraft. Und ja, gestern gab es mal wieder keine Folge. Mensch, wie oft ich das wohl noch sagen werde, aber ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt sage, weil ich habe euch ja gesagt, dass ich es nicht immer schaffe. Und auch jetzt könnte ich euch wieder einen Grund nennen, warum ich es nicht geschafft habe. Sagen wir einfach, ich habe es nicht geschafft, ja. Ansonsten wäre ja eine Folge gekommen sein tun. Mann, was für ein Anfang. Ey, ich bin irgendwie echt ein Pro hier in den Anfängen. Ist mir mal aufgefallen, irgendwie so immer in den letzten Aufnahmen ist der Anfang irgendwie immer kacke. Ich muss mir da echt... Ich denke mir da noch was aus. Ja. Aber erstmal, ja, kurz zu den letzten Parts. Also zum Gebäude kam erstmal so nichts Negatives. Sofern ich mich erinnere. Also ich glaube, es hat niemand geschrieben, dass er es total scheiße findet. Was erstmal schon mal auch ganz okay ist. Aber ich habe es für Facebook schon mal geschrieben. Es wird nur eine Kleinigkeit. Und zwar, bevor ich das Gebäude überhaupt angefangen habe zu bauen, bin ich schon mal so in Gedanken durchgegangen. Ja, Bahnhof willst du bauen? Was kannst du denn da machen? Wie soll das aussehen? Und dann habe ich mir auch eine Kleinigkeit überlegt, die ich eigentlich sehr gerne mit verbauen wollte. Ist wirklich nur eine sehr kleine Kleinigkeit, ja. Also winzig, einfach nur, sieht man fast gar nicht. Aber wollte ich gerne mal mit einbauen. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, würde ich sagen, bauen wir das erstmal. Dann wisst ihr auch eher, was damit anzufangen, bevor ich jetzt versuche, hier irgendwas zu beschreiben. Und ach ja, dann war hier noch, ja, die Sache mit dem, ob jetzt hier noch eine Decke reinkommt oder nicht, habt ihr mir auch geschrieben. Ja, danke dafür. Das wird sich jetzt auch entscheiden, nachdem, ob das jetzt, was ich jetzt gleich machen möchte, ob das so funktioniert, wie das aussieht und all so ein Kram halt, ne? Ach ja, übrigens, bevor ich es vergesse, einmal ganz kurz noch hier entflitzen. Ist sie noch da? Sie ist weg. Sie ist abgehauen. Da ist sie. Okay, sie hatte keinen Bock mehr. Denn das war ja hier, ich habe sie jetzt Triple K genannt, ja, weil das ist jetzt für mich Katrin die Kirchenkuh. Und Triple K, du kommst jetzt mal mit, klingt ein bisschen so wie so ein Assi-Rapper, aber ist ja wurscht. Jetzt ist er hier, er will nicht, sie will nicht, ist ja Katrin. Katrin! Das ist natürlich doof, ich bleib natürlich nicht in der Kirche stehen. Ist ein bisschen abstoßend hier. Die haut einfach irgendwie wann wieder ab hier so, ne? Oder wir machen... Moment. Oder wir sperren sie einfach hier drin ein. Moment, ich mache hier mal... ich glaube, ich mache hier einen Zaun rein. Komm, lass mal machen. Machen wir mal einen kleinen Zaun hier rein. Dann kann sie nicht mehr abhauen. Ich meine, Triple K soll auch drin bleiben. Triple K klingt echt irgendwie... Klingt so böse. Dann kommt Katrin, die Kirchenkuh. Oh. So Zäune will ich nur ein paar haben. Eins, zwei, so, da. Und dann brauche ich noch. Machen wir mal hier zwei Tore. Ich weiß jetzt nicht genau, wie breit das da war, ne? Bist du schon wieder abgehauen? Bist du schon wieder abgehauen? Nein, 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 nein. So, schnell, schnell, schnell. Bevor sie sieht, was ich vorhabe. Und dann beißt sie mich. So, so, so. Ja, komm. Das sieht jetzt nicht so kacke aus. Er ist ja wenigstens Triple K hier drin. Oh Gott, an den Namen muss ich mich auch erstmal noch gewöhnen. Ja. So, jetzt haben wir Bob und Triple K. Mal sehen, ob wir für die anderen Tiere vielleicht auch noch einen Namen finden. Und dann haben wir übrigens auch immer noch keinen Namen für das Dorf. Ich weiß nicht. Ich möchte auch nicht irgendwie Zeto mit dem Namen des Dorfes haben. Das will ich nicht. Nee, das ist irgendwie... Mir ist noch nicht so richtig Passendes eingefallen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kriege ich nochmal irgendwie... beim Kacken einen Gedankenblitz und dann schmeißt es mich von der Schüssel. Nee, das halt, das wäre nicht so schön, das wäre so eine Riesensauerei. Aber vielleicht kommt er noch. Vielleicht, na, man weiß ja nicht, ja. Man kriegt ja schon mal des Öfteren seltsame Gedankenblitze in seltsamen Situationen. Ja, und dann ist mal wieder Montag, ne. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende. Ich habe tatsächlich... Ich war ja bei meiner Freundin und hab da tatsächlich, Gott, wie viele waren das? Sieben, acht Stunden tatsächlich draußen verbracht, ja. Weil wir Volleyball spielen waren. War ein bisschen frisch bei uns zumindest am Samstag. Freitag war bei uns total schwül, da war richtig krass, so richtig schwüles Wetter, wo man dann echt, oh, ist total stickig. Manchmal hat man das Gefühl, man kriegt ja keine Luft mehr und so, ne.
Und ja, haben wir ein bisschen Volleyball gespielt. Und ansonsten gibt es da erstmal nichts weiter. Ich habe am Freitag noch einen Grund, warum keine Folge kam gestern. Bioshock Infinite habe ich am Freitag, Junge, habe ich Bioshock Infinite zu Ende aufgenommen. Weil ich wollte das einfach zu Ende spielen. Ich habe jetzt ziemlich viel, ich glaube, ich habe da 2-3 Stunden hintereinander so aufgenommen. Also nicht ganz hintereinander, gesplittet an 2 Tagen. Aber doch schon relativ viel. Weil das Ende, kann ich euch sagen, ist echt geil. Und wer es nicht kennt, es wird in den nächsten Tagen, denke ich, kommen, das Finale von Bioshock. Da vielleicht mal reinschauen. Das ist wirklich ziemlich geil. Also hat mich ziemlich geflasht, obwohl, nee. Also wenn ihr den Rest nicht gesehen habt, dann müsst ihr auch das Finale nicht sehen. Verwirrt euch nur noch mehr als mich schon. Genau. Und ich suche mir gerade ein paar Sachen zusammen für das, was ich vorhabe. Und ihr seht schon Schienen, ja. Aber es werden nicht viele Schienen gebraucht. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird, ob das für so ein kleines Gebäude überhaupt passt, aber wir werden es herausfinden. Sag mal, haben wir eigentlich noch? Warte mal, ich habe hier 2 fast verbrauchte Karottenruten. Die schmeiße ich jetzt mal weg. Wir haben immer noch keinen Mülleimer. Vielleicht können wir uns den unten im Dorf. Das ist sinnlos eigentlich. Naja. So, schmeiß wir euch hier erstmal weg. In den Brunnen der Zerstörung. Und nehmen uns hier noch die letzte verbliebene Heileroute mit. Und wir haben bloß nur 6 Steaks. Oh mein Gott, ey. Ich verfressen das, ey. Mann. Hier haben wir noch 6 Cobblestones, die können wir noch kurz rausschmeißen. Dann brauche ich noch ein bisschen was an Redstone. Okay, mal Fackeln haben wir hier sogar noch. Brauche ich normales Redstone eigentlich nicht, ne. Moment. Wir brauchen Stonebricks, ja. Hab ich echt alle Materialien verbraucht oder habe ich die bloß aussortiert? Ich glaube, ich habe die aussortiert, ne? Ein paar Stonebricks, die müssten schon fast reichen. Dann geben wir noch ein paar Treppen. Haben wir noch ein bisschen Fichtenholz übrig? Komm. Oh, 8. Ja gut, sollte reichen. Noch was, ein Minecart brauchen wir noch. Ja, und das sollte eigentlich schon reichen. Dann schauen wir mal, wie der Ganze so wird, wa? Und übrigens wird dann, ja, Bioshock ist dann ja, wie gesagt, bald zu Ende, ne? Und ich weiß nicht, ich werde dann vielleicht eine kleine Umfrage bei Facebook oder so mal machen, was dann nach Bioshock kommen soll, da habe ich nämlich noch keinen Plan. Wir haben jetzt gerade den 28. April und, Ende Mai oder Mitte Mai, ja, irgendwie sowas, glaube ich. Kommt dann ja Metro raus, Last Light Night. Oh, ich werde es nie kapieren. Bis dahin ist ja aber noch ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ich bis dahin noch mal was Neues anfange oder halt nur so ein Nebenprojekt mache. Muss ich noch mal schauen. Genau. Okay, also hier Fly und so, ne? Ich will es eigentlich nicht zum 1000. Mal erklären, aber hier durch Singleplayer Commons kann ich fliegen, ja. Bis jetzt kamen noch keine Kommentare. Ey, Junge, warum fliegst du, ey? Das ist ja voll kacke. Also gut, das kann schon kommen. Vielleicht findet mancher Fliegen kacke. Aber Fliegen wäre schon geil, wa? Stellt euch mal vor, ihr könntet wirklich fliegen. Also irgendwie stelle ich mir das schon geil vor. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen kalt, ne? Wenn man so höher fliegt, dann ist schon ein bisschen frisch da oben. Aber irgendwie hätte das doch was, ne? Du brauchst im Grunde keine Beine mehr dann, ja? Du gehst einfach. Du musst ja nicht ausstehen aus dem Bett. Du fliegst einfach los, ja, machst die Tür auf, setzt dich geschmeidig aufs Klo und dann, Alter, das ist ja so bequem einfach. Aber Frage ist, wie würde man denn fliegen? Fliegt man einfach so wie Superman, man fliegt halt einfach, oder fliegt man, weil man Flügel hat? Aber Flügel wäre schon wieder umständlich, ne? Wo packt man die hin? Die sind ja auch nicht klein. Das wäre schon wieder ein bisschen doof, ja, so mit Sitzen und so. Ah. Warum dauert denn das so lange, um das zu haben? Ach so, weil ich fliege, ja. Das ist ein komischer Bug, ne? Wenn ich fliege, dass das länger braucht zum Abbauen. Schon ein bisschen seltsam. Jetzt habe ich kein Glas bei. Nein! Dann müssen wir schauen, ob ich überhaupt Glas noch brauche. So, ich reiße jetzt hier gerade mal die Wand raus. Und was ich machen möchte, ist eigentlich nur ein hin- und herfahrendes Minecart. Klingt ziemlich simpel, ja. Ist es auch. Aber wie ich das Ganze so baue, damit es auch einigermaßen okay aussieht, ist die Frage. Das ist hier die Frage, Junge. So, wir müssen mal schauen. Ich würde sagen, machen wir das hier so oder eher nicht so?
Das ist halt so. Das kommt halt von innen, fährt dann hier einmal runter. Ah, das geht ja gar nicht. Ah, verdammt. Nein! Scheiße. Ich dachte, das geht, das ist runter und gleich wieder hoch. Aber stimmt, das geht ja gar nicht. Da muss ich mal kurz schauen, wie sieht das aus, wenn wir das so breit machen hier. Kommt hier raus, fährt hier runter, fährt hier hoch. Ne? Ich weiß nicht, wie das Ganze denn so ausschauen wird. Aber wir müssen sowieso erstmal pennen gehen. Und das will ich einfach nur deswegen machen, weil das Gebäude ist, finde ich, an sich ja nicht schlecht. Ich finde, das sieht ganz gut aus, aber so eine Kleinigkeit fehlt, damit man sieht, worum es sich handelt. Ne? Ich meine, das könnte auch ein Wohnhaus sein. Ich wollte halt noch sowas Kleines haben, damit man sieht, ach, irgendwas mit Minecarts, ein Bahnhof, so, dass man sich sowas in der Art denken kann. Ne? Ich meine, gut, das ist hier unsere kleine Schlafhütte. Man sieht ja auch nicht unbedingt an, dass das eine Schlafhütte ist. In der Kirche sieht man sowas an und dem Stall, naja, gut. Ne? Na, der Mühle sieht man es auch an, ja. Also leicht, man könnte auch denken, es ist ein Klohaus, aber so in der Art erkennt man schon. Ach, dieses Lied, jetzt habe ich wieder 3 Tage einen Ohrwurm, ey. Das ist dieses Ohrwurm-Lied, das hatte ich, oh. Ich finde das aber auch geil einfach, ja. Habe ich schon mal gesagt, aber ich finde es geil. Irgendwie diese Geige da im Hintergrund, ey. Oh, ey, das ist episch, das kann man richtig schön für einen coolen Trailer verwenden. Aber nicht, naja, gut. Ich müsste den Purep Now, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt, ist ja peinlich. Schon lange nicht mehr mit dem geschrieben. Ob der mir vielleicht das nochmal machen kann, ohne diese Bongos da im Hintergrund. Nur die Geige. Das wäre mal cool. Also vielleicht denke ich mal dran und dann. Ja, egal. So, weiter geht's hier mit unserem, wie auch immer wir es jetzt nennen möchten. Warte mal, vielleicht machen wir das auch eher so, dass man nicht sieht, woher das Minecart kommt, ja. Das war halt hier noch. Oh, jetzt habe ich zu wenig Steine. Dass es halt hier so ein bisschen so um die Kurve geht, ja. Das geht hier rum und geht jetzt hier hoch. Warte mal, kann man da schummeln? Ah, das geht ja gar nicht. Ah, verdammt! Oder fährt das einfach im Kreis? Eigentlich kann man es auch im Kreis fahren lassen, ne? Ich würde es eigentlich so machen, dass es immer hier von... Es kommt hier raus, fährt hier rum, kommt da raus, fährt hier rum. Na, das ist eigentlich cooler. Moment. Ich probiere mal was aus hier, und zwar... So. Jetzt reißt das Ding auch mit ab, ja. Nein! Oh, wie schnell das auch abreißt, ne? Voll krass. Jetzt bleib doch da, Junge. Ich tu dir doch nichts. So, und jetzt ganz sachte. Alter, wie schnell die Schiene aber weg ist. Voll krass. So. Sag mal, wenn ich jetzt hier eine Fackel hinmache, ne? Ist die an, sehr gut. Und dann machen wir hier drüben mal das gleiche. Das heißt, hier geht's hoch. Ich muss echt gucken, dass ich dann nur ganz kurz einmal aufklicke. Ja, weil das ist ja fast wie im Game Mode, ey. Ich musste eben schon gucken, aber das wäre echt seltsam gewesen, wenn ich im Game Mode gewesen wäre. So. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ne, halt. So nicht, so hier nicht, ne? So geht das jetzt aber nicht, ne? Hier und so, ne? Ne? Ob das jetzt so funktioniert? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Einfach ausprobieren. Go! Warum kann ich es hier gar nicht raufsetzen?